Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute haben wir sozusagen Kindervormittag, finde ich gut. Noch besser wäre es, wenn wir in dem Jahr der Kinder- und Jugendrechte, das in Hessen ja ausgerufen worden ist, mit Kindern und Jugendlichen reden könnten und hören, was die zu sagen haben. Und ich glaube, die haben eine Menge zu sagen. Aber gestern hat sich ja natürlich stellvertretend für die Kinder der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte zu Wort gemeldet und hat deutlich gesagt, was wir gerade erleben müssen, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da finde ich schon echt heftig, was Sie heute Morgen für einen Antrag vorlegen. Das völlig zu ignorieren, die ganzen Stellungnahmen, das ist ja nicht nur die einzige. Wir haben in den letzten Jahren so viele Stellungnahmen aus dem Kinder- und Jugendmedizinbereich gehabt, die deutlich gesagt haben, es gibt einen absoluten Mangel und es gibt große Probleme. Und Sie erzählen uns heute, es ist alles in Ordnung und es ist überhaupt gar kein Problem. Das ist wirklich, Herr Pössing hat gesagt, es ist an der Grenze der Unverschämtheit. Ich würde sagen, es ist schon ein Stück drüber hinaus. Ja, Corona trifft Notstand. Es ist circa 6 Jahre her, da hat meine Kollegin Mariana Schott hier die Ergebnisse unserer großen Anfrage zur Kindergesundheit im Landtag bewertet. Damals waren wir noch in einem, damals gab es auch schon große Probleme, aber das war noch in Hessen noch ein relativ zufriedenstellender Zustand. Man galt, hieß, ambulant wäre überversorgt zum Teil, zum großen Teil. Also die Ambulanzen sind nicht nur bei der FDP aufgehoben. Aber jetzt sagen Sie ja, es war damals schon klar, die Ärzte gehen alle mal in Rente, die Ärztinnen, und es ändert sich sehr schnell. Und jetzt haben wir nur 15 freie Arztsitze in der Kinder- und Jugendmedizin, nur 15. Ja, Leute, das ist, davon sind 5,5 im Schwalm-Eder-Kreis. Was machen die denn dort? Ist da schon einmal eine Lösung des Problems auf den Weg gebracht worden? Ich habe nichts davon gehört. Und man muss noch dazu sagen, dass 12,5 Sitze für Kinder- und Jugendpsychiaterinnen frei sind. Und es gibt ganze Regionen, da gibt es keinen einzigen Kinder- und Jugendpsychiater oder eine Psychiaterin. Die Folge ist natürlich, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien überlaufen. Und das ist deutlich, die Wartezeiten für Kinder- und Jugendpsychiatrien sind weit über ein halbes Jahr. Und da können Sie doch nicht sagen, es wäre alles in Ordnung und wir hätten überhaupt gar kein Problem. Aber auch die Rechnungen, wie viele Betten es tatsächlich gibt in den Kliniken, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe eher, dass Betten abgebaut werden. Aber es ist schon deutlich geworden, die Betten alleine nützen uns gar nichts. Das hat ja die HSK, die Haus-Schmidt-Kliniken, gezeigt. Es ist ja deutlich geworden, wenn wir kein Personal haben, dann nützt uns das schönste ausgestattete Bett nicht. Und das Personal, das fehlt ganz deutlich. Und hier haben Sie ja in Ihrem Krankenhausplan deutlich gemacht, dass es einen abnehmenden Bedarf in der Kinder- und Jugendheilkunde gibt. Ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, ehrlich gesagt? Das heißt ja noch einmal deutlich, dass wir noch damit zu rechnen haben, dass Strukturen weiter abgebaut werden. Und wir haben ja gestern in der Fragestunde schon gehört, wie sich das hier in Wiesbaden dargestellt hat mit dem Aufschrei. Das war nicht nur einmal ein Briefchen von Kinder- und Jugendärztinnen in Wiesbaden, das war ein Aufschrei, auch so tituliert, zur stationären Versorgung in Wiesbaden. Und dann sagt Herr Klose doch ganz locker, ja, das ist das Problem des Trägers. Und zeigt damit sehr deutlich, dass die Landesregierung überhaupt nicht gewillt ist, hier irgendeine Verantwortung zu übernehmen und sich eher auf so einem neutralen Beobachterposten als auf einem Aufsichtsposten sieht. Dazu passt auch, meine Kollegin Elisabeth Kula und ich haben am 8.12. eine kleine Anfrage zur stationären pädiatrischen Versorgungssituation in Wiesbaden gestellt. Die Antwort ist für Ende Mai angekündigt. Mal gespannt, ob sie nicht diesmal nicht nur 6, sondern wieder 10 Monate braucht, wie bei denjenigen zu den Corona-Erkrankungen des Pflegepersonals. Da haben wir jetzt die Antwort bekommen, dass die Landesregierung doch jetzt nicht mehr wissen kann, was damals war. Das zur Frage, wie ernsthaft die Fragen der Opposition genommen werden, wenn sie so sorgsam gelistet werden, wie gestern in der Fragestunde deutlich geworden ist.
deutlich ist in Wiesbaden auch geworden, dass der Ruf von Betriebsrat und Gewerkschaften, dass die Aufsichtsbehörden, das Amt für Arbeitsschutz und gerade besonders das HMSI in die Pflicht genommen werden und endlich mal ihren Kontrollaufgaben nachkommen müssen. Die Kinder- und Jugendmedizin musste Betten schließen. Ja, warum? Weil ganz viel Personal gekündigt hat, weil es Stationsschließungen gab, Teams zerschlagen wurde, unzureichende Kommunikation stattgefunden hat und von den Beschäftigten immer mehr Flexibilität abgepresst wurde. Und jetzt hat der Städtische Gesundheitsausschuss einen externen Gutachter beauftragt. Auch ein deutliches Zeichen, dass man nicht sich von den Aufsichtsinstitutionen HMSI erwartet, sondern dass da weder eine Planung noch eine Kontrolle noch eine Unterstützung von Seiten des Landes zu erwarten ist oder erwartet wird. Wir schließen uns dem Betriebsrat und den Gewerkschaften an und fordern die Hessische Landesregierung auf, dafür zu sorgen, dass genügend Betten, genügend Personal insbesondere und eine gute Ausstattung für die Kinder- und Jugendmedizin vorhanden ist. Und dass der Arbeitsschutz für die Beschäftigten gewährt ist und gerade den privaten Klinikbetreibern, und dabei handelt es sich ja bei der HSK und Helios vorwiegend, dass denen auf die Finger geschaut wird. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist eine viel zu wichtige Angelegenheit, um sie dem Markt und seinen Mechanismen der privaten Konzerne zu überlassen. 2020 hatte Helios einen Gewinn von 670 Millionen Euro zu vermelden. Gewinn, der weitgehend aus unseren Krankenversicherungsbeiträgen gemacht worden ist. Gewinn, der auf Kosten der Beschäftigten, z.B. auch der HSK Wiesbaden, gemacht wurde, auf deren Knochen, deren Gesundheit und deren Arbeitsplatz. Beschäftigte gehen, weil sie es nicht länger aushalten, obwohl sie die Arbeit gerne weitergemacht hätten. Und letztendlich wird dieser Gewinn auch auf Kosten der Kinder und deren Gesundheit gemacht. Kinder, die im Krankheitsfall durch die Republik gefahren werden müssen. Eltern, die Angst darum haben, ob die Kinder auch wirklich gut versorgt sind, wenn sie das gestresste Personal sehen und die ebenfalls weite Wege zurücklegen müssen. Und Kinder, die nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Zuwendung in der Klinik bekommen, weil zu wenig Personal vorhanden ist. Das ist aber genau das, was ein krankes Kind benötigt. Sie liefern die Kinder diesen Renditejägern aus. Und das ist eine skandalöse Gesundheitspolitik, die nur die Taschen der Aktionäre vollmacht. Und spätestens seit der Aktion Rettet die Kinderstation, das war, glaube ich, 2014, muss eigentlich jedem klar sein, dass die Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin über Fallpauschalen nicht funktioniert. Da hilft es auch nicht, ein bisschen was zu verbessern. Es müssen tatsächlich Vorhaltekosten bezahlt werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Kinder- und Jugendmedizin immer quersubventioniert wird von anderen Abteilungen der Klinik, weil dann muss dort wieder gespart werden. Dann geht das dort zulasten der Beschäftigten und gerade der Pflege. Und ich fände es ja schön, wenn die Initiative von Mecklenburg-Vorpommern vom Land Hessen unterstützt werden würde. Das fände ich eine sinnvolle Herangehensweise. Wir brauchen hier eine deutliche Änderung. Und das hat ja die Kope-Studie auch deutlich gemacht, und hat damit auch bestätigt, was viele sagen. Die Kosten sind nicht durch Fallpauschalen zu decken. Die Bedürfnisse von Kindern und der notwendige Mehrbedarf in der Pädiatrie, weil sie können doch nicht planen, sie wissen doch nicht, wann ein Kind ins Krankenhaus kommt. Da gibt es doch keine, wie in der HNO oder in der Augenklinik, wo man sagen kann, du kriegst dann und dann einen Termin. Das ist doch meistens Notfallmedizin. Und was deutlich gemacht wurde in dieser Untersuchung, das möchte ich noch einmal klar zitieren, die Unterfinanzierung der Pädiatrie hat dazu geführt, dass die Versorgung kranker Kinder nicht mehr umfassend gewährleistet ist. Und die Studie spricht deutlich von einer gravierenden Patientinnengefährdung. Wenn die FDP ein bisschen ruhiger wäre, wäre es mir auch recht. Die Folge ist, dass ertragreiche Bereiche boomen, dass es da einen Rang gibt und die Allgemeinpädiatrie zum Beispiel noch weniger Personal und noch weniger Geld bekommt. Das führt einerseits zu einer Überversorgung und andererseits zu einer erheblichen Unterversorgung, wie wir es in anderen Bereichen haben. Und die Unterversorgung trifft ganz besonders die chronischen und schwer kranken Kinder.
Und skandalös ist doch wirklich, dass diese Unterversorgung teilweise nur durch Spenden und Drittmittel aufrechterhalten wird. Das ist aber auch mühselig, weil das Spendenaufkommen meistens in solchen Bereichen wie der Onkologie landet. Und dann sehen Sie, da sind die Universitätskliniken gezwungen, Gelder abzuzweigen. Zu der Frage der Investitionsgelder ist ja schon einiges gesagt worden. Und Einsparungen erfolgen nur, können in, gerade in der Kinder- und Jugendmedizin nur durch Personalabbau erfolgen, weil eine Mengenausweitung kann man nicht einfach so machen. Man kann den Kindern ja nicht einfach mal eine neue Hüfte oder ein Knie oder einen Herzkatheter einsetzen. Deswegen ist es notwendig, hier wirklich eine völlig andere Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin zu organisieren und hier tatsächlich die Kosten der Krankenhausbehandlung eins zu eins übernehmen. Das würde genau diese Fehl- und Überversorgung viel stärker verringern als das jetzige DRG-System. Und auch die bessere Finanzierung der ambulanten Behandlung würde Kosten zusätzlich senken. Da Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Aufnahme erforderlich ist. Ich möchte am Schluss noch einmal deutlich machen, also Kinder- und Kinderkliniken brauchen natürlich mehr pädagogisches und psychologisches Personal. Aber ich möchte auch noch einmal an den Artikel 24 der Kinderrechtskonvention erinnern, wo die Vertragsstaaten erkennen, dass das Recht des Kindes auf ein erreichbares Höchstmaß an Gesundheit sowie auf die Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung und von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit festgestellt wird. Und die Vertragsstaaten bemühen sich, das sicherzustellen. Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie dieser Kinderrechtskonvention tatsächlich entspricht. Danke schön.